Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses leckere Erbsengericht und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Erbsengericht mit Hähnchen verwende ich 300 Gramm Tiefkühlerbsen und 400 Gramm Hähnchenfleisch. Dann habe ich zwei Karotten in Würfel geschnitten, zwei Kartoffeln in Würfel geschnitten, eine klein gehackte Zwiebel, etwas Petersilie, etwas Tomatenmark und Salz, Pfeffer und Chiliflocken und noch ein bisschen Olivenöl. Und jetzt können wir auch gleich loslegen. So, als erstes nehme ich ein bisschen Olivenöl, so circa 2 Esslöffel. Und da kommt die klein geschnittene Zwiebel rein. Die Zwiebeln brutzeln jetzt ein bisschen. Und jetzt tue ich das Hähnchenfleisch dazu. Und die Gewürze sind auch gleich. Dann kommen die Karotten dazu. Jetzt tue ich das Tomatenmark dazu. Und die Kartoffeln. So, ich habe hier 350 ml Wasser. Ich guck mal, wie viel ich verwende. Ja doch, ich tue alles rein. So, das lasse ich jetzt so lange kochen, bis die Kartoffeln weich sind und die Karotten auch. Und dann kommen die Erbsen dazu. So, 15 Minuten sind vorbei. Die Kartoffeln sind jetzt schon einigermaßen weich. Jetzt kommen die Erbsen mit da rein und dann kocht es noch weitere 10 Minuten. Das leckere Essen ist jetzt fertig. Die Kartoffeln sind schön weich und die Erbsen sind durch. Ich tue jetzt noch ein bisschen Petersilie darüber. Super leckeres Wohlfühlessen. Dieses Gericht ist wirklich schnell gemacht und schmeckt super lecker. Probiert dieses Gericht unbedingt mal aus. Es ist super lecker und es ist ein totales Wohlfühlessen, besonders wenn es so regnerische Tage sind wie heute. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.